Weiter geht's mit Alien Isolation. In der letzten Folge haben wir es bis hierhin geschafft, zur Gemini Solutions. Jetzt müssen wir uns irgendwie Zugang zum Labor verschaffen. Wo genau das ist, weiß ich nicht. Aber wir hacken einfach mal diese Tür und gucken, wo es hingeht. Wenn das Alien nicht kommt. Ich meine, ich habe das gerade wieder gehört. So, da, da. Wäre noch das letzte. Gut. Das erste ist irgendwie immer am schwersten. Also, wo kommen wir hier hin? Das ist ein Fahrstuhl. Der geht. Ach, zurück zur Systech Lobby. Na gut, da müssen wir eigentlich nicht hin. Dann gucken wir nochmal hier weiter, was hier so abgeht. Jetzt haben wir hier zwei Türen, die theoretisch in die richtige Richtung führen. Gucken wir erstmal hier rein. Oh Junge, ist das dunkel. Nicht viel zu erkennen. Haben wir hier irgendwas Brauchbares? Nicht wirklich. Hier können wir mal reingucken. Was war das? Aber auch nichts Wertvolles da drin. Hier noch zwei Schränke leer und eine Leuchtfackel. Kann auch den Flammenwerfer nehmen zum Licht machen. Er kostet immerhin nichts. Gucken wir uns hier mal weiter um. Junge, Junge, ist das riesig hier schon wieder. Man hört die ganze Zeit das Alien noch rumstampfen. Was war das? Junge. Wieso ist das jetzt wieder so unfassbar laut? Das hat jetzt jeder auf der ganzen Station gehört. Und da gibt es wieder große Probleme. Was passiert hier? Nichts, aber wir haben einen schönen Ausblick. Gut, Karte sagt, wir sind auf dem Weg in die richtige Richtung. Frage ist, ob wir das wollen oder erstmal den anderen Weg erkunden. Na, wir kommen sicherlich nochmal zurück. Guck mal, was hier so abgeht. Da ist schon alles kaputt. Und hier liegt auch nicht wirklich was rum. Und wie erwartet, die Tür ist zu. Aber wir können hier aufmachen. Okay. Damit hätte ich nicht gerechnet. Hier brauchen wir eine Schlüsselkarte. Gut. Plasmastrahl haben wir jetzt letzte Folge gefunden. Endlich mal. Hat auch lange genug gedauert. Jetzt können wir einfach diese Absicherung weglöten. Hinter dem Hebel rankommen. Also ganz entspannt. Zumindest so lange kein Alien hinter einem steht. Ne, alles sauber. Gut, dann machen wir mal auf. Wait, ich bin. Das Labor kann von der Hauptstation getrennt werden. Bringen Sie es wieder online und wir können die Systeme erneut verbinden. Okay, mache ich doch gerne. Dann müssen wir wohl hier runter. Und los. So, mal sehen, wie es hier im Labor aussieht. Ich hoffe mal, es ist nicht allzu groß. Sieht erstmal ganz freundlich aus. Oder auch nicht. Dunkler, enger Gang. Na super. Revolverschüsse nehmen wir mit. Hier ist es zu. Da geht's nicht durch. Nur ein Weg. Das ist schon mal angenehm. Gut, wo geht's hier hin? Ich höre die Schritte ziemlich dicht. So, den Roboter hat zerlegt. Frage, was den zerlegt hat. Weil das Alien macht ja eigentlich nichts gegen die Roboter. Ethanol. Wir können uns verstecken im Notfall. Klingt nach einem Notfall. Egal, einfach mal rein da. Gucken, wo es hingeht. Wir haben hier unsere kleine Taschenlampe. Können wir hier schon mal ein bisschen scouten gehen, ohne uns große Gefahr auszusetzen. Junge, Junge, so viele Gänge. Da geht's wieder raus. Hier teilt sich der Weg nochmal. Hier ist auch noch ein Ausgang. Und hier auch. Ach, was ist das denn wieder für ein Labyrinth hier? Gut, da sind wir rein in den Schacht und einmal hier rumgelaufen. Hier haben wir zwei Ausgänge. Da geht's einmal komplett rüber. Und wir müssen den Strom wieder herstellen. Eingang ist hier. Also wir müssen einmal komplett rum. Na, gucken wir mal vorsichtig raus.
Hallo? Ich höre Schritte. Aber ich glaube im Lüftungsschacht. Ich sehe es auch nicht. Mal vorsichtig rüber gucken. Sieht alles gut aus. Auf den ersten Blick. Mal kurz hier rein. Strom brauchen wir, okay. Flammenwerferöl, sehr wichtig. Wie wir letzte Folge gelernt haben, der Flammenwerfer ist OP. Den können wir das Alien einfach wieder verscheuchen. Alles braucht hier Strom. Da liegt auch nichts. Das sieht gut aus. Da leuchtet's grün, da müssen wir hin. So, bloß keinen Lärm machen. Ah. Der sieht mir wieder sehr verdächtig aus. Der könnte noch leben. Können wir Strom wieder herstellen? Oh nein. Wo ist es? Ist es drinnen oder hier bei uns im Gang? Ich glaube, es ist bei uns im Gang. Shit. Wir laufen einfach schnell weg. Es klang so, als wäre es zurück in den Lüftungsschacht gegangen. Oh, hier ist es. Das Lab ist da. Wir haben es hier hingeschafft und ich höre irgendwas piepen. Das könnte ein Speicherpunkt sein. Ne, da. Sehr gut. Das ging einfacher als erwartet, hier hinzukommen. Als das Alien letzte Folge so ausgerastet ist, dachte ich... Was tropft ihr? Dass es wieder schlimmer wird. Soll ich da hochgucken oder kommt es dann raus? Kleines Mistvieh. Gibt's hier irgendwo einen Schrank eigentlich zu verstecken? Nicht wirklich. Dann looten wir einmal schnell. Ich hab auch schon mal gesehen, wie OP der Flammenwerfer ist. Das Ding haut sofort ab. Strom wiederherstellen. Wir müssen wahrscheinlich da vorne an das grün blinkende Ding ran. Was macht das Alien da drin? Tja, blöd, ne? Die Tür hier vorne ist zu. Du musst Strom wieder anmachen, wenn du rein willst. Oh oh. Ist er schlau genug, um jetzt hier aus dem Lüftungsschacht wieder rauszukommen? Ja, ist es. Es tut mir leid. Okay, naja. Egal, haben unsere Flammenwerfer-Munition zurück und wir haben hier direkt gespeichert. So. Da sind wir wieder und haben unsere Schüsse zurück. Dann Leistungsschalter aktivieren. So, Strom ist wieder da. War allerdings sehr laut. Ja, war die richtige Entscheidung. Ich sehe eine Spannungsspitze. Verbinden Sie jetzt am Berlin-Pult im Zentrallabor die Laborsysteme wieder mit der Sevastopol. Wir verlassen uns auf Sie, Ripley. Ja, sicher mache ich das. Gefahrenstoffleck registriert. Gefahrenstoffleck, das klingt nicht gut. Das Alien sucht mich wieder. Ach so, ist gut, noch schönen Abgang. Bleib weg. Ich würde gerne nochmal in die Kisten reingucken. Vielleicht hätte ich mal was Brauchbares gespawnt. Nicht wirklich. Auch nicht. Hier? Komplett leer. Steh auf. Das ist los, gut. Hier irgendwas? Leer. Und nur Müll. Okay. Der hier ist ganz dicht. Gehen wir mal kurz nochmal runter hier. Hier im Raum oder vorbeigelaufen? Er ist vorbeigelaufen. Okay, er ist in den Lüftungsschacht gegangen. Wie weit weg ist es jetzt? Ich sehe es nicht. Einmal auf die Karte gucken. Links rum und dann da rein, okay. Gehen einfach leise rum. Es ist nicht so weit. Hier links ist es schon. So, dann rechts rum. Schrank gucken wir gleich hin. Wohl, vergesse ich es nur noch. Gut, nichts drin. Was haben wir hier? Irgendein Sicherheitsfeld. Das ist ein grüner Computer, aber steht komplett in der Mitte vom Raum und ist offen. Und wir müssen ihn hacken.
Na super, das dauert immer einen Augenblick. Es ist nicht da. Komm, jetzt. Einfach schnell. Da. Jetzt wieder unter Druck. Irgendwas V-ähnliches ist das hier, dann das hier. Und das. Oh, gut. Ausnahmsweise mal was Einfaches zum Hacken. Oh. Komm da runter, komm da runter. Dann kommen sie aus dem... Achtung! Bitte verhalten Sie sich zu. Das sieht mich doch hier locker, oder? Oh shit. Es geht. Sehr gut. Ausgang ist wo? Okay, da wo wir reingekommen sind. Ich würde sagen, wir laufen hier runter. Ab in den Lüftungsschacht. Und dann da hoch. Können wir hier noch irgendwas machen an dem Ding? Glaub nicht, ne? Ne. Dann jetzt leg sie weg. Hier lang. Rechts. Ich hör sie umgelaufen. Schnell, 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 schnell. Runter. Oh. Gut, erstmal safe. Ihr solltet uns nicht finden können, das Ding. Dann ist einfach geradeaus durch. Oh oh. Ich glaube, es war hier im Raum drin, ne? Ja, da läuft das. Ich weiß nicht, ob ich durch das Gitter durchgucken kann. Ich vermute mal nicht, aber ich riskiere es mal nicht. Ja, geh schön weg. Du gehst da lang, ich gehe hier lang. So, und irgendwo hier müsste der Ausgang sein. Kurz einmal die Karte checken. Ja, sind direkt rausgetan und dann links rum. Alien. Kommt dichter. Gut, dass der Alarm auch gar nicht laut ist. Gut, das ist ein Lüftungsschacht. Wir machen schon mal auf. Und klettern. Nein. Komm, komm, komm. Was? Oh mein Gott. Ricardo. Was? Was ist passiert? Warte, was? Hier drin kein Schwerkraft mehr? Oh Gott, mir wird ja schon schwindelig. Oh. Hab ich so lange gebraucht oder war das sowieso, dass es so passiert? Zur Luftschleuse gehen. Die ist? Ja, natürlich. Auf der komplett anderen Seite. Wo auch sonst. Naja. Wir nehmen den sicheren Weg. Aber wieso haben wir erst gesagt, Raids, du Scheißkerl? Hat er das mit Absicht gemacht? Der dämliche Hund. Er hat uns bei der letzten Falle schon fast umgelegt. Ist hier zu? Ne, hier geht's noch weiter. Ist so extrem dunkel. Ne, hier ist doch zu. Kommen wir irgendwie hoch. Sieht mir nicht so aus. Na super. So viel zum Thema, wir nehmen den sicheren Weg. Dann schleichen wir uns hier gleich nochmal weiter links rum. Und gehen dann da hinten raus. Wir drehen uns, oder? Hat er dieses Labor von der Raumstation abgekapselt? Keine Ahnung. Gut, erstmal auf die Karte gucken. Wir müssen straight rüber. Alien sagt, nicht in Sichtweite. Wozu den Moment? Und lauf mal. Oh, ich hör's doch hier schon wieder. Einmal aus dem Fenster gucken. Doch, wir drehen uns. Alter. Das ist gar nicht so wichtig. Da krieg ich direkt ein Motion Sickness. Oh, yeah. Schnell hier rein. Bitte begeben Sie sich zur nächstgelegenen Luftschleuse und machen Sie auf die Notfallsalarmankündigung. Normalisieren Sie den Druck der Luftschleuse. Ja, schon wieder eine neue Mission. Frage, wo wir das jetzt machen. Oh, ist direkt über mir, glaube ich. Karte sagt, immer noch gleiche Position, okay. Müssten hier irgendwo raus. Hier ist kein Ausgang.
Komm, hier muss irgendwo rausgehen. Ja, da vorne. Nicht optimal, aber geht noch. Radar. Sagt nichts, aber ich höre ziemlich laut. Okay. Musste direkt über uns sein. Jetzt ist es im Lüftungsschacht. Dann los. Komm, komm. Wohin? Irgendwo war das da vorne. Ach, hätte ich mal getötet. Jetzt lebt doch hundertprozentig noch, oder? Gehen da ran. Was passiert? Komm ich da durch? Tür verschlossen. Schnell, schnell, schnell. Schnell. Oh mein Gott. Nur 20%. Ist einfach nur überleben, denke ich mal. Wohin? Wir müssen da durch. Okay, wir müssen warten, bis die Prozente fertig sind. Boah, ich kann nicht aus dem Fenster gucken. Das ist ja schrecklich. Kommt dieses Schatten daher? Das hängt natürlich den Ausgang ab. Ja, noch ein Abgang. Ist das so laut? Man hört ja nichts. Es ist in der Nähe. Jetzt hat dieses Spiel so eine inkonsistente Lautstärke. Manchmal hört man nichts. Jetzt sprengt mir gerade die Ohren weg. 60 Meter. Egal, komm. Oh nein, ich hör's, komm. Kletter schneller. Lauf, lauf, lauf. Es war so klar, dass der Scheißroboter was macht. Aber was war das jetzt gerade? Mach zu! Ja! Oh mein Gott! Was? Okay, ab in den Raumanzug. Alter, den habe ich schnell angezogen. Alter, hat uns wirklich abgekoppelt. Oh Junge. Alter, wir haben das zurückgeschafft. Ja, Junge, komm, hier ist schon schwindelig genug. Alter. Aber ist es jetzt... Das Ding einfach weg? Ich dachte, wir können das töten. Was denn lag das hier in der Tür war? Junge, Junge, Junge. Alles dreht sich hier. Gut. Wo sind wir? Sieht erstmal den Anzug aus, würde ich sagen. Aber das Alien ist weg, oder? Ich meine, die haben es abgekoppelt. Und das schwebt jetzt irgendwo im Weltraum rum. Ja, geil. Hallo? Hört mich jemand? Ripley, sind Sie das? Ja, Wade. Ich, Sie, absolutes Arschloch. Sie haben mich eingeschlossen. Sie haben das Labor in den Weltraum gefeuert und... Ich hatte keine Wahl. Überhaupt keine Wahl. Sie haben das Ding gesehen. Sie haben gesehen, was es anrichten kann. Ich musste es von der Station kriegen, ganz egal wie. Ja, mit mir als Köder. Zum Verrecken. Es hat verdammt nochmal funktioniert, Ripley. Es hat funktioniert. Ich habe das Ding erwischt und es in den Gasriesen geschleudert. Die Station ist sicher. Wie, du hast es erwischt? Das zum einen. Und zum anderen sind Sie ein herzloser Schweinehund. Ich komme zurück ins Büro. Da können wir Ihre Vorgehensweise genauer besprechen. Ripley, Ende. Junge, Junge, Junge. Aber hat das wirklich geklappt? Das kommt mir irgendwie ein bisschen zu plötzlich. Wo sind wir denn überhaupt? Wir scheinen hier schon mal gewesen zu sein, aber ich kann jetzt gerade nicht genau sagen, wo wir sind.
Kommt mir nicht bekannt vor. Ich behalte den Flammenwerfer sicherheitshalber mal hier, in der Hotbar. Ich meine, wer weiß, vielleicht kann das Ding auch einfach auf dem... oder im All leben. Immerhin waren die Eier ja auch in der... diesem komischen Raumschiff, wo es keinen Sauerstoff gab und kein gar nichts. Also selbst wenn es da drin überlebt, kann es ja niemals zurückkommen. Ich meine, es kann ja nicht schwimmen in der Schwerelosigkeit. Hoffe ich. Na gut. Jetzt kommen wir uns erstmal um Wade, den Hund. Eigentlich kann ich ja jetzt auch mal wieder sprinten. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Gucken wir uns erstmal um. Das hat der Ionenschneider. Dass wir den noch nicht haben und es hier immer noch verschlossene Türen gibt, lässt mich ein bisschen daran zweifeln, dass wir am Ende vom Spiel angekommen sind. Wenn es jetzt rausstellt, dass es hier mehrere Aliens gibt, dann ist aber... dann höre ich aber auf mit dem Spiel. Jetzt überlebe ich nicht. Müssen wir denn jetzt hin? Da rum? Dann da? Okay. Achtung! Achtung! Apollo hat die Gefahreneindämmungsstufe auf Omega erhöht. Danke. Lol, ne Pumpgun. Alter, Waits. Ich komme. Was haben wir da? Schlüsselkarte. Also auf der einen Seite freue ich mich, dass wir eine Pumpgun haben. Aber auf der anderen Seite macht es mir auch ein bisschen Sorge. Junge, was ist das für ein Ding? Hier, Waits. Wir kommen. Wir waren doch hier schon mal drin, oder nicht? Wieso brauchen wir eine Schlüsselkarte? Ich glaube, ich bin nicht gerade ein bisschen falsch. Ich dachte, wir wären hier schon mal gewesen. Vielleicht waren wir auch irgendwo anders in irgendeinem Gepäckraum. Nee, ich bin mir ziemlich sicher, hier waren wir schon mal. Hier haben wir das erste Mal Axel begegnet. Oder gesehen. Der Axel. Ach, das ist ja ein Ernst. Egal. Mal sehen, was das so Pumpgun sagt. Moin. Oh. Nicht so viel. Oh, doch, Two-Shot. Macht das Sinn, die Munition zu verschwenden? Wahrscheinlich nicht. Laufen wir mal kurz weg. Nehmen so einen Elektroschocker. Warte, was? Was war das denn? Wo ging der denn hin? Nachladen muss ich den? Ach mein Gott. Na komm, jetzt aber. Und zack. Ich glaube, die Pumpgun ist wertvoller als ein Elektroschocker. Also kommt mit ihm halt mal testen. Aber so ist gut, schön ruhig. Und die Pumpgun zurück. Einmal nachschieben. Dann looten wir den Jungen mal. Revolverschüsse. Brauchen wir nicht mehr so wirklich, jetzt wo wir eine Pumpgun haben. Meine Revolver hat bis jetzt auch gar nichts gebracht. Selbst Menschen konnten damit nicht wirklich one-shotten. Und das war nicht gerade wirklich präzise. Mal sehen, was hat er hier? Elektroschockerladung, perfekt. Dann haben wir die ja schon wieder. Nehmen wir einmal Medikit. So, eins basteln. Und auch direkt eins verwenden. Sehr gut. Wo musst du jetzt hin? Links hier direkt? Ne, noch ein weiter. Dann hier hoch. So, hoffentlich macht Waits jetzt kein Blödsinn. Aber wenn doch, schieße ich zuerst. Ach, Ricardo, du Hund. Nicht dank Waits. Der ist ein skrupelloses Dreckschwein. War er schon immer. Und stur. Wenn er jemals auf mich gehört hätte, wäre es nie so weit gekommen. Es ist passiert. Tut mir leid, dass das mit der Abregelung vorhin schief ging. Kein Thema. Sie haben mich am Ende ja noch da rausgeholt. Ich treffe Sie dann im Büro. Gibt denn hier einen Speicherpunkt? Okay. Benutzen wir den einmal. Haben es ja gerade gespeichert, aber sparen wir uns die Fahrschulfahrt nochmal. Sollten wir sterben. Ich traue den jetzt gar nicht mehr. Wenn irgendwo Loot. Ja, aber nichts Brauchbares. Hätte gerne ein bisschen mehr Pumpgun-Munition. Na gut, Flammenwerfer nehme ich auch mit. Dann mal zurück ins Büro der Marshalls. Wenn ich den Weg noch finde,
Was war das für Geräusche? Oh. Die Tür ist zu. Da sitzen mehrere bewaffnete Leute. Kein allzu gutes Zeichen, denke ich mal. Öffnen Sie die Sicherheits... Vorsicht, Leute, das Gesicht kenne ich nicht. Hä? Ihr kennt mich doch, ich bin's. Lol. Was? Wieso denn jetzt auf einmal? Ach, mein Gott. Na, für die nehmen wir den Revolver. Wo ist der Knopf? Da, ach, das ist nur so ein Roboter. Gut. Aber wo sind jetzt einmal wieder böse Leute hier? Wo mache ich das Gitter auf? Ja, nervlich. Jetzt können wir uns auch mal wirklich battlen. Jetzt kommt kein Alien mehr. Hoffentlich. Oh. Kann ich mitkommen? Ja. Perfekt. Ein Durchgang. Man hätte wahrscheinlich auch hier lang gehen können, einfach. Karte sagt, hier lang. Aber Tür sagt nein. Na gut. Gehen wir doch hier lang. Wie wohl jemals irgendwie Ruhe haben werden auf dieser Station? Ich weiß ja nicht. Alle Leute sind hier komplett durchgedreht. Hat sich wohl noch nicht rumgesprochen, dass das Alien weg ist. So. Was haben wir hier? EMP Version 2. Nehmen wir mit. Bisschen Müll haben wir sonst noch hier. Und eine Tür. Die wir ausnahmsweise mal ohne weiteres öffnen können. So. Ich habe schlechte Nachrichten. Etwas stimmt nicht mit den Androiden. Mit den Androiden stimmte was nicht, seitdem ich hier angekommen bin. Nein, das ist was anderes. Sie haben ihre Posten verlassen. Ich habe eben einige von ihnen in einem öffentlichen Bereich entdeckt. Das ist nicht normal. Super. Passen Sie auf sich auf. Na toll. Sind wir das Alien los? Kommt euch die nächsten Viecher angekrochen. Die Roboter wohl manipuliert werden? Ob sich jemand in Apollo eingehackt hat? Oder ob es einfach nur ein Bug war? Der die jetzt irgendwie Amok laufen lässt? Keine Ahnung. Wo müssen wir denn hin? Falsche Richtung laufen wir sogar. Mal sehen. Wir erkunden hier einfach mal jeden Weg. Was haben wir hier? Hebel könnten wir benutzen. Wir gehen nochmal kurz weiter. Ah, hier ist zu, ne? Ajo. Naja. Mal sehen, wo die Tür hinführt. So, kleiner Lagerraum. Wo wir nichts von brauchen. Falltür und was ist das hier? Ein Speicherpunkt. Inner Bar oder so. Den nutzen wir doch gleich mal. Jupp. Speichern. Danke, danke. Oh, wir können Schach spielen. Machen wir jetzt aber nicht. Gibt es da noch irgendwas zu looten? Sieht mir aber nicht so aus, alles leer geplündert. Hier hinten haben wir noch eine Kiste. Hm. Kann halt immer nichts tragen. Stellen wir uns doch mal. Ja. Ist halt die Frage, was man brauchen kann. EMP-Mine. Ich meine, wenn jetzt hier irgendwelche Roboter rumlaufen, die verrückt geworden sind, dann kann EMP nicht schaden. Können wir hier ein bisschen was mitnehmen. Oh, was zum Abspielen? Ich weiß nicht, wann das hier jemand hört, aber irgendjemand muss Aufzeichnungen hinterlassen und ich weiß nicht... Ich kam vor einigen Monaten hierher, um über den Zusammenbruch eines Traums zu schreiben. Das Schiefgehen einer Zukunft. Ich habe die Menschen hier als bloße Fußboten zu meinem Artikel angesehen. Etwas Herzzerreißendes. Als die Leute dann zu verschwinden begannen, war ich außer mir vor Freude. Das war eine große Sache. Aber jetzt sind die Menschen verängstigt und eine Funkstörung bedeutet, dass wir alleine sind. Ich bin hier gefangen wie alle anderen.
Eine weitere Fußnote. Noch ein Opfer. Okay. Nichts wirklich so Relevantes. Und wie es aussieht, müssen. Sag mal ruhig. Und wie es aussieht, müssen wir durch diesen dünnen Gang da durchkriechen, um weiterzukommen. Hier ist alles Sackkasse. Und dann mal rein hier. Wait, Ripley, was ist mit den Androiden los? Ich habe keine Ahnung. Und was ist mit der Änderung der Gefahrenstufe? Verdammt, ich habe keine Ahnung. Ich versuche Samuels zu kontaktieren. Vielleicht weiß er, was zum Teufel Apollo hier anstellt. Stimmt, Samuels haben wir schon wieder komplett vergessen, den Namen Jung. Was macht der nochmal gerade? Hat irgendeine Mission gekriegt von Waits, aber ich weiß nicht mehr genau was. So. Wo sind wir jetzt gelandet? Strom brauchen wir. Da gibt's einen Generator. Eine Ausweiskarte. Was bringen diese Ausweiskarten? Habe ich aber noch nicht rausgefunden. Ja. Dann benutzen wir einmal den Generator. Und schon läuft er wieder. Gehen Sie zum Marshall-Büro zurück. Das ist wo? Da ganz hinten. Okay. Oh, hast du mich gesehen? Ich denke mal ja. Oder nicht? Ich schleiche uns hier mal vorsichtig an. Ren hat Unfälle. Oh, die werden von den Robotern auseinandergenommen. Er kennt nichts, was so blendet. Alle. Oh. Hab ich gesehen? Das sieht nicht gut aus. Ein Elektroschocker. Moin. Macht bitte den Abgang. Der Elektroschocker ist echt gut. So, und tschüss. Und noch einer? Ajo. Den Elektroschocker, schnell. Das war knapp. Okay. Schon mal zwei Roboter weniger. War leider auch zwei Schuss für den Schocker. Einmal nachladen. Gucken wir mal, ob die welche dabei hatten. Ja, perfekt. Okay, Elektroschocker lohnt sich bei denen. Wir kriegen fast immer ihren Schuss zurück. Musik wird wieder ultra laut. Oh, wer ist er? Das ist einer, der geschossen hat vorhin, oder? Schießen sie? Was? Nee. Hier wird nicht geschossen. Ich kann mich nicht bewegen. Hm? Greifen sie keine Zivilisten an? Ach, das ist nicht euer Ernst. Was für Zivilisten? Das war doch gerade einer noch der Typen, der mich abgeknallt hat, oder nicht? Und ich bin wieder an einer Bar. Na super. Das heißt, ich muss ja auch wieder Kram herstellen zum Craften. Damit ich wieder Platz im Inventar kriege. Dann mach ich das mal kurz. Gut, ich habe immer alles hergestellt, was geht. Dann. Das Abhören brauchen wir eigentlich nicht nochmal. Laufen wir hier durch. Können wir nochmal kurz ein paar Sachen ein. So. Dann gehen wir direkt nochmal durch den Schacht. War ja jetzt nicht allzu weit. Wait, Ripley hier. Was ist mit den Androiden los? Ich habe keine Ahnung. Und was ist mit der Änderung der Gefahrenstufe? Verdammt, ich habe keine Ahnung. Ich versuche Samuels zu kontaktieren. Vielleicht weiß er, was zum Teufel Apollo hier anstellt. Nämlich Zivilisten. So, und hopp. Dann schnappen wir uns hier nochmal die Ausweiskarte. Und ein paar Sachen. Und stellen nochmal den Strom an. So. Und dann kümmern wir uns nochmal um die zwei Androiden. Gut, die schießen auf die Androiden. Bringt aber nichts. Er wird einfach mit einem Schlag umgelegt. Der bewegt sich einfach auch nicht. Kommt der zu mir? Komm her. Ja, so ist gut. Einer nach dem anderen. Hä?
Der hat erstmal eine kleine Respektschelle gekriegt. Ja, jetzt kommen die beide gleichzeitig, das ist ungünstig. Komm mit. Abbrechen, abbrechen. Wieso kann ich nicht aufhören? Egal, der andere macht so lange nichts. Und tschüss. Zivilist ist gerade noch weggelaufen. Gut. So. Einmal nachschieben. Und looten. Wer schreit denn hier feuern und umbringen? Egal. Solange keiner schießt, machen wir auch nichts. Der ist nett. Auf einmal. Keine Ahnung. Der ist auch nett, nehme ich an. Aber da geht's hier nicht. Gut. Der sieht nicht so nett aus. Aber ich gehe mal auf Nummer sicher und schieße nicht in den Rücken. Und es blendet übertrieben. Was haben wir hier? Leer. Und er hat Revolver-Munition immerhin. Oh! Wohin schießt der Revolver? Die Waffe ist so Müll. Mal nachschieben. Okay. Tür ist zu, nehme ich an. Tür ist zu. Der, oh, Pumpgun. Hat der Pumpgun-Schuss? Ja, sehr schön. Wir benutzen aber erstmal den Revolver. Das Billigteil. Gut, erstmal sehe ich keinen mehr. Dann sprinten wir hier mal durch. Was war das? Ich gucke immer noch reflexartig hoch zum Lüftungsschacht. Ist hier eine Sackgasse? Wo kommen wir hier durch? Ne, Sackgasse. Zur Galerie. Da gibt's einen Weg. Aber wo? Junge, Junge, was ist mit der Musik los? Ne, sieht mir nach einer Sackgasse aus hier. Müssen wir vielleicht woanders langlaufen erstmal. Frage ist nur wo. Und kann ich das Licht ausmachen? Sieht Mist aus. Dann muss ich damit leben, dass es hier so blendet. Komm ich doch irgendwie vorbei? Ne, ich glaube nicht. Kann ich da schnell durchsprinten? Nee. Huh? Oh, Ruhe. Hier rechts wäre auch noch ein Eingang. Ich habe da nicht gut geguckt. Irgendwo rechts, irgendwo rechts. Hier? Sprung wiederherstellen. Hm. Wieso ist es so laut? Ach, das geht auf. Na toll. Wait, verdammt nochmal. Apollo hat die Androiden losgelassen und sie greifen bei Sichtkontakt an. Ich habe keine Ahnung, was zum Henker hier los ist. Ja, ja. Die reagieren nicht nur auf unbefugtes Betreten. Es ist, als würden sie jagen. Wen? Und alles. Was soll das heißen? Bereithalten. Danke. Sehr ausführliches Gespräch. Das Gute ist, die Androiden sind ja nicht so gefährlich. Außer die Musik, die ist ultra gefährlich. Wieso ist sie so laut? Alter. Reicht jetzt auch, wir haben es verstanden. Gefährliche Musik. Aber bitte ein bisschen leiser. Oh, danke. War kurz davor, den Sound zu muten. Da ist einer. Ja, komm ruhig her. Meine passiven Zeiten sind vorbei. Komm. Und tschüss. Ohne Alien können wir auch mal kämpfen. Sehr gut. Leider nicht zurückgekriegt in den Elektroschocker, aber er ist tot. Das ist die Hauptsache. Ein bisschen rechts rum, also gucken wir nach links.
Vielleicht gibt es hier noch irgendwas Gutes. Wo geht's denn hier hin? Ein Sensor? Scheint mir aber eine Sackgasse zu sein. Nee. Hier geht's noch rein. Kartentische. Ist hier auch auf? Nee. Dann mal sehen, was hat der Kartentisch gebracht. Bin ich mir gar nicht mal so sicher. Ja, ja, scheiß Hiwis. Super genial, die Teile, danke. Das ist eine große Hilfe. Revolver, Elektroschocker, perfekt. Der hat sich gelohnt. Ich höre schon wieder Menschen. Guck mal hier lang, geht's da auch auf? Nee. Und hier? Hier auch nicht. Immerhin nur ein Weg. Gut. Ich höre Stimmen. Ich frage, ob das Zivilisten sind oder wieder irgendwelche Verrückten. Sehen tue ich erstmal gar keinen. Da ist zu. Da brauchen wir auch wieder Strom. Und es ist riesig hier. Aber ziemlich leer auch. Was haben wir hier noch? Schrott nehmen wir mit. Da sieht es auch leer aus. Aber hier ist noch ein Kartentisch. Mal sehen. Oh wei. Noch mal ein gutes Stückchen dazugekommen. Waits, mir sind hier Sicherheitsgitter im Weg. Können Sie die öffnen? Waits! Ihr Sackgesichter, ihr Mörder! Lass sie in Ruhe! Bleib zurück! Was? Waits, schleichen Sie jetzt leise weiter, ja? Ach, Mann. Der Trottel, als wenn jetzt an irgendein Roboter gestorben ist. Gut. Alternativer Weg. Aber wo lang ist die Frage? Da ist immer noch zu, nehme ich an. Und die hier werden auch noch zu sein, weil wir haben ja keinen Strom angemacht. Dann müssen wir einfach nochmal zurück. Und jetzt gehen wir dann halt hier durch. Nee. Hier hinten? Auch nicht. Na gut. Hier? Wo soll ich denn jetzt lang? Wieder nach oben? Vielleicht ist hier irgendwo eine Tür aufgegangen oder so. Oh. Nee, Zivilist. Alles gut. Ach. Shit, falsche Waffe. Oh, daneben. Tot? Nee. Tot? Nee. Tot. Okay. Wir brauchen Medikit. So. Ach komm. Oh, sein armes Bein. Die Tür hat die Leiche gefressen. Kommt die Leiche wieder runter? Würde ich schon gerne looten. Oh. Schritte? Ich sehe keinen. Ne. Die Leiche ist jetzt weg. Na super. Munition verschwendet und nichts bekommen. Hier hinten immer noch zu? Hier hinten immer noch zu. Okay. Dann gucken wir mal hier rein. Nebenbei nochmal nachladen. Sieht ruhig aus auf den ersten Blick. Oh. Nur ein Zivilist, da ist ein Speicherpunkt. Da gehen wir direkt hin. Sind schon immerhin ziemlich weit gelaufen seit dem letzten Speicherpunkt. Gut. Und speichern. Willkommen.
Ihnen an befinden sich unsere Ordnungskräfte im raschen Moment, wo Sie rund um die Uhr für Ihre Sicherheit sorgen. Letztlich hier die nach dem Gründer der Sixth Corporation benannten Josiah Six-Suiten, in denen die auf der Station lebenden Arbeiter und Familien untergebracht sind und in deren Führungsloge aufzureden. Geschäftsleute unterkommen. Danke. Was ist das hier? War das hier so ein Tierheim oder was? Oder ist das für Menschen? Er ist ein bisschen klein für einen Mensch, würde ich sagen. Aber ein bisschen zu ordentlich für ein Tier. Keine Ahnung. Wir gucken mal hier nach Informationen. Hilfe! Haste, sind Sie noch da? Warum zur Hölle sind wir nicht auf der Anisidora geblieben? Die haben mich im Labor drüben im Systec-Turm eingesperrt. Holen Sie mich verdammt nochmal hier raus. Aufzüge sind außer Betrieb und überall liegen Leichen rum. Ich bilde mir ein, dass ich es durch die Wände hören kann. Das bildest du dir nicht nur ein? Das ist auch so. Ja, befehlerhaft. Das hören wir gleich an. Und fehlerhaft. Nix. Ich hoffe, Sie hören das, wenn Sie aufwachen. Ich weiß, dass es Sie mitgenommen hat, als das Teil aus Foster gekommen ist. Aber Sie können trotzdem nicht so einen Mist bauen. Sie haben sich viel zu stark betrunken und den Leuten, die im Einkaufszentrum übernachten, zu viel erzählt. Ich habe Sie davongezerrt, als ich den Blick in Ihren Augen gesehen habe. Wir können nicht wieder dahin zurückgehen. Niemand darf erfahren, dass wir etwas mit Marlow und der Anisidora zu tun haben. Ich komme zurück, wenn Sie wieder nüchtern sind. Etwas vergessen Sie, sollten nicht hier sein. Ah ja, nicht hier sein. Komm mal ran hier. Ich war doch hier schon mal, oder nicht? Wo kommst du her? Ja, und noch einen. Sehr gut. Zur Sicherheit noch mal einen. So. Okay, war nur einer. Ach, schade. Kein Loot. Doch, wir sind wieder hier in diesem Rundgang. Hier waren wir schon mal. Haben alles gelootet. Aber die Tür ist jetzt offen. Das ist, glaube ich, neu. Kommt mir zumindest nicht bekannt vor. Jetzt ist die Frage, gehen wir runter? Oder weiter hier oben rum? Na, komm, wir gucken runter. Ich meine, hier oben waren wir ja schon größtenteils. Okay. Mach mal 1:1 das gleiche, nur eine Etage tiefer. Na, wir kommen hier auch noch durch. Da wäre vielleicht eine Sackgasse. Aber nee. Wir kommen hier auch rein. Überall so viele Wege. Gut. Vorsicht. Rutschig. Brauchen wir nicht. Ah, okay. Da waren wir gerade noch auf der anderen Seite. Und haben hier reingeguckt. Oh, Schacht öffnen. Aber Schacht führt uns wohin? Keine Ahnung. Lassen wir erstmal sein und gucken weiter. Dann einmal links rum. Hier ist eine Sackgasse, sehr gut. Dann, ja. Fangen wir mal einfach den Weg. Hier können wir nochmal reingucken. Vielleicht gibt es hier noch eine Bar oder so. Können wir noch eine Runde trinken gehen. Oder an den PC, ist auch gut. Und was ist dein Plan? Hey Mart, vermutlich hast du mittlerweile von der Stilllegung der Station gehört. Was ist dein Plan? Ich habe ein paar Kontakte, die mir Arbeit verschaffen können. Ich kann dir nichts versprechen, aber vielleicht finden sie auch was für dich. Die haben mit der Schließung der Geschäfte in der Galerie angefangen. Dein Laden ist noch vom letzten Jahr zugenagelt. Tut mir leid, dass du ihn verloren hast. An dir klebt das Pech. Hörst du noch von Margaret und den Kindern? Vielleicht solltest du sie besuchen, wenn du von Sebastopol abhaust. Sag Bescheid, wenn ich mich für dich umhören soll. Gillen. Sicherheitsrisiko. Blythe? Keine Ahnung. Wir müssen diese automatischen Hausmeister irgendwie ausschalten. Sie gefährden die Sicherheit. Wann immer die ihre Putzrunden drehen, besteht das Risiko, dass sie der Kreatur einen Weg öffnen oder Plünderer reinlassen. Ja, diese blöden Roboter. An alle Einwohner von Sevastopol. Die Stilllegung der Station ist im Gange. Bitte lesen und beachten Sie folgende Punkte. Ein Vermessungsteam befindet sich auf Sevastopol, um den Stilllegungsprozess einzuleiten. Bitte zeigen Sie sich ihnen behilflich. Wir verfügen über ausreichend Nahrungs- und Medizinvorräte. Die Flugbahnänderungen des Versorgungsschiffes hat keine Auswirkung auf Ihre Lebensqualität. Sollten die Vorräte dennoch zur Neige gehen, kann es zu Rationierungen kommen. Vorratshortung und illegaler Handel werden nicht geduldet. Bitte melden Sie verdächtige Aktivitäten zum Sixth Sicherheitsdienst, der in Zusammenarbeit mit den Colonial Marshals Nachforschungen anstellen wird. Ein Unterbringungsdienst für die Bevölkerung wurde eingerichtet. Wir unterstützen Sie gerne beim nächsten Schritt, tragen jedoch keinerlei Kosten. Natürlich nicht.
Benötigen Sie finanzielle Hilfe, empfehlen wir den Sixens Kreditdienst. Nice, danke. Erstmal Kredit aufnehmen. Die Stilllegung ist endgültig. Sie müssen umziehen und mit einer Zwangsräumung rechnen. Perfekt. Und dann nebenbei noch Kreditschulden. Die Menschen haben Angst, hören wir uns gleich an. Hier gibt es nichts. Ich habe vor ungefähr 24 Stunden im Galerie-Einkaufszentrum Lager aufgeschlagen. Die Menschen hier, sie haben Angst. Aber sie glauben noch immer, dass Martian Waves die Kreatur töten wird. Andere Gefahren scheinen sie vergessen zu haben. Sie haben sich selbst vergessen. Die Menschen wenden sich gegeneinander für Nahrung, Wasser. Ich kann nicht hierbleiben. Ja, also Waits hat nichts gemacht in die Kreatur. Das kann ich hier schon mal verraten. Naja, egal. Wir waren ja zum Glück da. Haben uns drum gekümmert. So, wo geht's denn hier noch lang? Hier ist zu. Da liegt ein toter Roboter. Aber ich traue toten Robotern nicht mehr. Die springen immer wieder auf und greifen mein Bein. So, halt mal still, mein Freund. Ne, der scheint tot zu sein. Aber ich kann ihn nicht looten. Ich trau dem nicht. Ne, keine Ahnung. Der macht nix. Ach, komm, ja. Was für eine Überraschung. Ich denke, die muss jetzt den Medikit verschwenden. Komm, gib irgendwas Gutes. Na, natürlich ist er leer. Na dann. Wieso kann ich ein Medikit verwenden? Ah, jetzt geht's. Okay. Dann gucken wir mal hier rein. Mal sehen, wo es hingeht. Aber das Spiel ist ganz entspannt ohne Alien. Mal ganz angenehm. So, Schacht öffnen. Und einmal rausgucken. Ein Roboter. Ein Roboter. Und da ist euch auch nichts. Oh, wir sind hier, wo, wie hieß sie nochmal, Taylor lag. Haben wir das hier schon gelesen dann? Wahrscheinlich ja, ne? Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass der letztes Mal hier schon stand. Oh, doch, 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 das war der Typ, der alles beschlagnahmt hat. Marlow. Stimmt, Marlow. Ist er noch im Knast? Können wir gleich mal nach dem gucken gehen. Okay, da vorne blinkt schon der Speicherpunkt. Da gehen wir mal als erstes hin. Wir müssen halt auch aufpassen, weil die wurden ja alle getötet von dem Roboter. Wie auch immer das passieren konnte, das waren noch locker 10 bis 15 Mann hier drin. Niemand zu sehen? Wir speichern. So, sehr gut. Dann gucken wir uns erstmal ein bisschen um. Da lebt jemand. Gehen wir gleich hin. Wir looten erstmal. Wir waren jetzt zwar schon mal überall drin, aber... Vielleicht gibt es hier irgendwas Neues. Auch wenn es nicht so aussieht. Na, gucken wir mal zu Marlows Zelle. Oh, er ist draußen. Wo lang ging es nochmal hier? Genau, hier war das Kommunikationszentralen-Ding, was auch immer. Aber auch nichts für uns. Na, gucken wir mal zu den Typen. Sah aus wie Ricardo. Und wir gucken erstmal hier durchs Fenster. Sicher ist sicher. Ja, Ricardo und dem anderen, das ist Waits. Kommen wir mal hin. Hallo. Haben wir noch Sachen? Nee. Grimms, sie sind alle tot. Die Androiden haben sie abgeschlachtet. Warum? Warum zur Hölle? Ich habe keine Ahnung. Aber Samuels weiß, glaube ich, mehr. Samuels? Warum? Er sollte für Waits auf Apollo zugreifen. Ich muss ihn finden. Haben Sie Taylor oder Marlow getroffen? Nein, nein. Die sind nicht hier. Okay. Ricardo? Ricardo, wenn ich nach Samuel suche, können Sie hier den Laden schmeißen? Ich brauche Augen und Ohren. Ich werde nicht hier bleiben. Ricardo, ich brauche Ihre Hilfe. Können Sie auf der Station bleiben und mir Deckung geben? Ricardo! Ja, okay. Selbstverständlich. Warten Sie dort. Verschließen Sie die Türen und lassen Sie niemanden rein. Passen Sie auf mich auf. Ich komme zurück, um Sie zu holen. Okay, Ricardo. Auf mich kannst du dich verlassen. Ich komme wirklich zurück. Nicht wie Waits. Lässt er sich einfach dahin. Wo ist Waits denn überhaupt? Ist das einer von denen? Ist das die Waits?
Keine Ahnung, ich habe vergessen, wie genau der aussah. Nehmen Sie den Transit zum Skimmit-Turm. Machen wir gleich. Wir speichern aber erstmal vorher, würde ich sagen. Und dann ist es ja auch eigentlich ein ganz guter Punkt, um die Folge zu beenden. Ich meine, wir haben viel geschafft. Wir haben das dämliche Alien endlich besiegt. Auch weil ich im Frieden immer noch nicht ganz traue, muss ich sagen. Und falls es wirklich weg ist, bin ich auch ein bisschen traurig. Ich dachte, wir können das töten. Dass es am Ende so einen krassen finalen Kampf gibt, wo wir das irgendwie, keine Ahnung, wegpumpen können. Na, aber anscheinend nicht. Aber dann hoffe ich mal, euch hat die Folge gefallen. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge.